waren gerade frühstücken, jetzt steht ein Bus davor. Beach Break Café. Und jetzt sieht man das, seht ihr das? Erstens war es drin schon super voll und mega viele Triathleten. Und jetzt ist hier sogar schon draußen eine Schlange. Innen drin war eine Schlange. Auf geht's nach Arizona. Zurück in Tucson und wie versprochen gibt es jetzt noch eine kleine, aber feine Auswertung von der ganzen Geschichte gestern. Fangen wir mit dem Schwimmen an, also die Zeit, mit der bin ich noch absolut nicht zufrieden, vor allen Dingen, weil ich im Becken das anders umsetze und ich bekomme es halt einfach noch nicht umgesetzt auf den Wettkampf, das ist erstaunlich. Wenn wir hier mal reingucken, ich stelle fest, dass ich sogar einen Pulsgurt schon drum hatte. Ist okay, dann sieht man auch, dann komme ich zu einem Punkt, wo es dann weniger wird und hinten raus geht dann nochmal extrem hoch. Ich hatte dann sogar ein bisschen Probleme in der Wechselzone, ein bisschen schwindelig geworden ist, weil ich zum Ende hin nochmal Gas geben wollte. Bin mit der Gruppe mitgeschwommen bis zur ersten Boje und dann hat sich's ein bisschen verhakelt. Man sieht das hier schön. Also am Anfang hat der Pace noch gestimmt, wenn wir hier mal so am Anfang reingucken. Zack, zack, zack. Ja, so ganz genau ist das nicht. Es schwankt immer hin und her. Ich denke, bis zur ersten Boje sind wir hier ungefähr, bin ich mitgeschwommen. Vielleicht 1,19er, 20er Pace und dann habe ich die Gruppe verloren. Und dann hat sich hier ein bisschen verhakelt und dann ist auch ein bisschen länger geworden. Was hatte ich am Ende? 1950 Meter. Also wie gesagt, am Schwimmen muss ich definitiv noch arbeiten. Das wird jetzt mein Hauptziel werden, erstmal für die nächsten Wochen. Hier sieht man es nochmal. 1944 und die 3,13. 1,35er Pace, das ist absolut nicht Profiniveau und auch nicht das, was ich zurzeit eigentlich schwimmen kann. Deshalb ärgert es mich sehr, dass ich da immer noch nicht auf dem Niveau bin, was ich denke eigentlich zu haben und auch im Pool eigentlich umsetzen kann. Deshalb hier ist leider nicht so die Chance gegeben, oft Freiwasser zu schwimmen. Und ich fühle mich auch immer komisch, dass als wären meine Arme begrenzt in dem Neo nach 10 Minuten. Vielleicht muss ich mich mal nach einem anderen Neo umschauen, mal gucken. Werde ich mal jetzt genauer reingehen und dort ein bisschen gucken, was abgeht. Okay, also die Radfahrt. Ein paar grobe Fakten. Ich hatte Best Bike Split ausgerechnet, dass ich ungefähr eine 2,14 fahren kann mit 290 Watt. Was bin ich gefahren? 285 Watt. Was bin ich gefahren? 305. Neutralized Power 318. Sieht man hier sehr schön. Zack, 93er Frequenz, die halte ich immer sehr hoch. Und 156er. 156er Durchschnittspuls. Um sich die Datei nochmal genauer anzugucken. Okay, Variabilitätsindex im gesamten Workout hatte ich von 1,04, was okay ist. Recht viel Kilojoule am Work, Average Power 305, Max Power 93er Kadenz, 156er Durchschnitts ist alles okay. Links, rechts auch alles okay, würde ich behaupten. Ich bin ein bisschen erstaunt. Hier sieht man, dass ich eigentlich recht gut versucht habe, das zu halten. Hier an den Anstiegen bin ich natürlich mal hochgegangen auf, was sind das? Da bin ich mal mit, ja, schon 450 Watt für 2-3 Minuten an diesen Parts hier einen Berg hochgefahren. Hier waren immer mal, wie man sieht, so Rampen drin. Hier habe ich ein bisschen gedrückt, hier habe ich ein bisschen mehr gedrückt und hier. Da hatte ich meine besten über Peak über eine Stunde. War das hier 333 Watt, 140 Puls, 40 Kilometer, 330 Watt. Also eigentlich alles Werte, wo ich sagen würde, die stimmen mich zufrieden und da bin ich auch echt, finde ich gut. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist.
warum war das so langsam? Weil hier war ein Part dabei am Anfang, wo sieht man den? Hier ist so ein Flachstück, den habe ich mir, das habe ich mir rausgesucht, in Best Bike, um wirklich Aero zu gehen, und da habe ich auch ein paar Leute wieder überholt, was ich ja mit dem Schwimmen versammelt habe. Die habe ich dort wieder zurückgeholt. Aber ja, also in dem Flachbad habe ich eigentlich, denke ich, was gut gemacht, berghoch auch. Aber trotzdem erstaunlich, dass die Werte so abweichen. Ich habe gehört, Sanders hatte auch mehr Probleme. Ist nicht ganz so aufgegangen mit den Wattwerten. Ja, war wohl der Wind an dem Tag dann doch ein bisschen anders als geplant. Ich richte mich dann immer danach, okay, wie kommt der Wind? Hier musst du so und so viel drücken. Ja, aber trotzdem bin ich eigentlich zufrieden. Da kann ich weiter dran arbeiten. Schauen wir mal. Soweit, so gut. Also doch recht gute Performance. Und mit dem Rad bin ich wattmäßig zufrieden. Gucken wir uns noch das Laufen-Final an. Ich habe ja gesagt, ich wollte es einfach probieren, wie es geht, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie weit es ist. Ich war jetzt fast 3 Wochen lang nicht wirklich laufen. Ja, bin losgelaufen und dann habe ich nach 1 Kilometer schon gemerkt, bin so ein 4er-Pace losgelaufen, 4:00 glatt ungefähr. Das hat sich eigentlich gar nicht so schlecht angefühlt, der Kilometer. Es war ganz angenehm, 150er Puls hatte ich. Vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ja. An den Daten sieht man aber schön hier, wann es anfing, wo ich dann gemerkt habe, oh, vielleicht ist es doch noch nicht so richtig. Nach 1,5 Kilometern geht nämlich diese Balance der Bodenkontaktzeit, verändert sich ein bisschen. Ich habe links die Hüftprobleme und erst der erste Kilometer war es wirklich so, dass ich links weniger Belastung hatte und rechts mehr Bodenkontaktzeit, und dann schwingt das Ganze auf die linke Seite über, was ein bisschen schon krass ist, was mich eigentlich fasziniert. Und ja, da habe ich dann mich dann auch entschieden, okay, ich merke es leicht, und wenn ich jetzt weitermachen würde, würde es wahrscheinlich schlimmer werden. Deshalb habe ich an der Stelle dann abgebrochen und bin umgedreht und habe es als gutes Swim-Bike-Training mit nach Hause genommen. Aber ja, man sieht das halt hier in dieser Grafik ganz schön, dass es hier dann langsam umschwingt und recht stark auf links umschwenkt. Und na gut, das ist dann sehr aufdröselt, hier bin ich dann halt gegangen und dann noch ein Stück getrabt. Ja, okay, was kann ich aus dem Ganzen mitnehmen? Für mich war es nochmal wichtig zu sehen, erstmal war wichtig, warum wir das gemacht haben, der Rhythmus, also die ganze Rennwoche durchspielen, dass ich mit Ellie mal sehe, okay, wie funktioniert das, wie Carboloading, etc., so dieser ganze Rhythmus, dass sie weiß, wie aufgeregt bin ich wirklich vom Rennen und so weiter und so fort, also damit wir da noch mal ein bisschen genauer reingehen. Das war, denke ich, sehr gut. Zweitens wollte ich noch mal gucken mit meinem Schwimmen, wie sieht das aus, weil ich im Becken doch wesentlich Fortschritte mache in letzter Zeit durch diese ganze Technikübung. Die Intervalle werden immer schneller, ich kann Zeiten schwimmen, die konnte ich vor einem halben Jahr noch definitiv noch nicht schwimmen. Und im Becken mache ich wirklich Fortschritte von Woche zu Woche und merke extrem, dass es nach vorne geht. Und ich bin eigentlich sehr entsetzt, dass ich diesen Fortschritt immer noch nicht in den Wettkampf übertragen kann ins Freiwasser. Also da muss ich mir jetzt echt was überlegen, wie ich das noch besser umsetzen kann, dass ich das mit in den Wettkampf nehme und diese Technik und Geschwindigkeit auch ins Freiwasser übertrage. Das ist jetzt mein Projekt wahrscheinlich für die nächsten Wochen, wo ich viel dran arbeiten werde. Rad bin ich soweit positiv auf dem richtigen Weg. Mit den Wattwerten bin ich zufrieden, mit der Leistung. Ja, jetzt muss ich gucken, dass es dann auch noch ein bisschen schneller wird im Vergleich zu den anderen Jungs. Aber ich denke, da komme ich auch noch hin, eins nach dem anderen. Jetzt heißt es erstmal die Hüfte ein bisschen auskurieren lassen. Und ja, ich denke, ich werde euch jetzt in einem kürzeren Rhythmus mit ein paar mehr Videos wieder versorgen und mitnehmen. Und dann beschreiten wir den Weg, die Ironman-Vorbereitung, die dann demnächst auch starten wird, nachdem meine Hüfte wieder besser ist, zusammen. Und ich denke, das wird spannend. Freut euch drauf. Bis demnächst. Looks like you had a good weekend, babe. What? Who are you? What's your name? Spoke? Spoke! Where's your mama? Oh, you're so fat!
He's such a fatty. He's such a fatty.